Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich mal schnell und kurz, solange mein Handy funktioniert. Leute, gestern, das habe ich gar nicht erzählt, ist mein Handy einfach mal kaputt gegangen, in Anführungszeichen kaputt gegangen. Denn ich wollte auf die Kamera und dann habe ich gesehen, bei der Kamera und bei, also wenn man ein Foto schießen möchte oder filmen möchte, egal ob Front- oder Rückkamera, nee, ich glaube, war es nur bei der Rückkamera? Nee, es war auch bei der Frontkamera. Sind so Streifen aufgetaucht, also komplett so grüne, blaue Streifen, ganz viele kleine. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gerade eben ein Screenshot davon gemacht, bin dann rausgegangen, bin wieder reingegangen und dann ging es wieder. Also es ist immer, es kommt und geht. Was keinen Sinn und Zweck hat, dieses Handy ist nämlich neu, noch nicht mal einen Monat alt. Deswegen habe ich beim allerersten Store, der frei hatte, heute direkt einen Termin ausgemacht. Bei uns in der Nähe gibt es einige Center und bla bla bla, es ist alles dicht, es gibt keine Reparaturtermine, weil da muss man ja erstmal einen Termin machen, weil einfach dahin zu gehen bringt einfach gar nichts gerade. Deswegen habe ich einen Termin bekommen und zwar leider Gottes in der Frankfurter Innenstadt. Also ich muss wirklich nach Frankfurt reinfahren. Alles andere vorher ist komplett dicht. Deswegen werde ich da jetzt dann bald hinfahren. Ich habe um 10.20 Uhr einen Termin. Ja, mein Schatz. Bin mal gespannt, was später bei rauskommt. Ich hoffe, mein Knie macht mit. Ich habe ja seit ein paar Wochen Knieschmerzen. Ganz leichte, vor allen Dingen, wenn ich viel den Samu trage. Hoppa. Und viel die Treppen hoch und runter laufe und so weiter. Dann habe ich immer mal wieder so Knieschmerzen gehabt. Aber das war dann immer für den Moment kurz und dann ist es wieder weggegangen. Und jetzt seit, ich würde sagen, so seit 4-5 Tagen ungefähr, habe ich stärkere Knieschmerzen, eigentlich auch den ganzen Tag hinweg. Und vor allen Dingen auf der rechten Seite. Und gestern war es das erste Mal, dass es wirklich den kompletten Tag wirklich schmerzhaft war. Also wenn ich Treppen gelaufen bin, ich bin teilweise rumgerumpelt. Ich habe hier auch so eine Bandage von meiner Schwester. Die hatte ich eigentlich gestern die ganze Zeit an. Die hat auch gut geholfen. Ja, Schätzi. Meine Mutter hat da so eine gute Bandage. Hat sie gesagt, die muss ich unbedingt mal bei ihr irgendwie abholen. Und ja, richtig, richtig ätzend. Das kommt halt noch dazu. Ist eigentlich voll unnötig, dass ich jetzt dann damit durch die Stadt rumlaufe. So, ihr Lieben, wir sind jetzt endlich unterwegs, beziehungsweise fahren jetzt erst los. Wir haben mittlerweile 1.15 Uhr. Ich habe nämlich wirklich durch ganz blöden Zufall gesehen, dass dieser Termin von heute Morgen 10.20 Uhr erst ab Donnerstag wäre. Hier ist was los. Ich habe einen halben Schock bekommen, dachte mir so, nee, bis Donnerstag kannst du nicht warten, keine Chance. Wobei jetzt im Nachhinein, es wäre gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich jetzt herausgefunden oder mal ein bisschen rumgespielt mit diesem Problem. Wie ihr seht, die Frontkamera betrifft es nämlich tatsächlich nicht. Okay. Die Frontkamera betrifft es tatsächlich nicht. Also ich könnte ganz normal meine Vlogs filmen, das wäre jetzt noch kein Problem. Das ist eigentlich das in Anführungszeichen Wichtigste. Also ist es egal, welche Kamera jetzt wichtig oder unwichtig ist. Das ist ein neues Handy und die, es kann ja nicht sein, dass noch nicht mal ein Monat her ist und die Kameras nicht funktionieren. Also von daher aus, es muss ja so oder so gemacht werden. Aber ich habe dann vorhin so kurz gedacht, was? Erst am Donnerstag? Nee, das geht gar nicht. Vor allen Dingen, der Termin wäre um 10.20 Uhr gewesen und wie man weiß, sowas dauert meistens ein bisschen länger. Wenn man Pech hat, manchmal geht es auch schnell. Das ist immer so eine Sache, je nachdem, in welchem Store man halt eben auch ist. Aber der Store, wo ich meinen Termin gehabt hätte in Frankfurt, der ist halt riesig. Der ist riesig, der ist zweistöckig, der ist riesig. Also ich weiß, da hätte es auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert, Termin hin oder her. Und ich hätte nämlich, oder ich habe am Donnerstag in Frankfurt meinen Zahnarzttermin, wo ja meine Behandlung weitergeführt wird. Meine Weisheitszahnbehandlung. Wow. Amanda, sammel dich. Oh Gott. Meine Wurzelbehandlung. Genau. Die sollte ja 10 Tage mit Medikamenten jetzt ein bisschen ruhen und danach wird das weitergemacht. Genau, das ist am Donnerstag um 10.45 Uhr. Das heißt, ich hätte
25 Minuten Zeit gehabt vor dem Termin bis zum nächsten Termin und da ist noch kein Laufen dorthin und so weiter mit einbegriffen gewesen. Das heißt, es hätte sowieso nicht geklappt mit diesem Termin. Deswegen habe ich dann nochmal reingeschaut und gestöbert und es war dann plötzlich doch wieder ein Termin frei und zwar hier in Bad Homburg. Also mega, ich muss nicht nach Frankfurt fahren, sondern kann hier bei uns ein paar Orte weiter. Wir wohnen ja in der Nähe von Bad Homburg. Deswegen bin ich jetzt gerade da auf dem Weg hin. Allerdings hatten die nichts heute Morgen frei. Die hatten wirklich nur noch diesen einen Termin. Der ist vielleicht frei geworden oder so, weil der war dann in der Frühe gar nicht verfügbar. Auf jeden Fall ist der Termin jetzt um 14.20 Uhr. Also ich bin jetzt eine Stunde vorher losgefahren, dass ich wirklich in Ruhe hinfahren kann, in Ruhe einen Parkplatz suchen kann. Vielleicht können wir noch mal kurz zu H&M oder C&A rein, weil der Lias braucht dringend Strumpfhosen. Ihm passen die alten gar nicht mehr. Ich hatte ihm ja zwei neue gekauft. Die sind super. Die kaufe ich wahrscheinlich auch einfach nochmal. Die waren nämlich von H&M gewesen. Die sind wirklich super. Die sind schön dick und die sind perfekt jetzt für unter die Jogginghose einfach. Weil ohne ist schon ein bisschen frisch aktuell. Vor allen Dingen, wenn die draußen am Spielen sind. Matschhose hin oder her. Genau. Ja, und dann hoffe ich, dass der Termin nicht zu lange dauert. Wie gesagt, 14.20 Uhr. Ich hoffe, dass wir da in einer halben Stunde oder sowas wieder raus sind. Ich weiß es nicht, wenn es länger dauern sollte. Ich habe ja theoretisch Zeit, den Lias bis um 4 Uhr abzuholen. Genau, also bis dahin sollten wir es auf jeden Fall geschafft haben. Wenn nicht, bis dahin wäre meine Schwester von der Arbeit zu Hause. Die hat heute leider kein Homeoffice, dann würde sie ihn abholen. So, wir sind in Bad Homburg angekommen und ich habe den Laden gerade gefunden. Wir haben noch jetzt genau etwas über eine halbe Stunde Zeit und hier ist aber direkt der H&M und der DM. Da kann ich bei beiden Geschäften mal rein. Leute, ich habe mich gerade gestoßen. Seht ihr diesen Schlitz? Ich habe echt gedacht, ich habe mir jetzt das aufgeplatzt. Also es ist so richtig, es tut richtig weh. Läuft bei mir heute, ich sag's ja. Ich habe hier gerade im Spiegel gesehen, dass es richtig, das sieht man in der Kamera gar nicht, dick ist und dass ich tatsächlich blute. Was ist das bitte für ein Tag, ey? So, da melde ich mich wieder mit keinem neuen Handy. Oh Gott. Er hat, also es ist einer dieser kleineren Shops gewesen, die ja, Reparaturen durchführen, aber auch Handys verkaufen und. Aber super lieb, super freundlich. Der hat gemeint, das Problem ist, dass dieses Handy einfach noch so neu ist, dass das alle Geschäfte bis auf Apple Stores nicht auf Lager haben. Also es wäre jetzt auch egal, ob ich in einen großen Vodafone Store gehe oder weiß der Geier was. Es ist überall das Gleiche, dass man nicht vor Ort einfach das Handy austauschen kann. Er hat gemeint, das ist definitiv ein Fehler. Das lohnt sich gar nicht, das einzuschicken, zu machen, zu tun. Wenn er jetzt bei Apple anrufen würde, würden die sagen, einschicken, wir schicken euch ein neues zu. Das Ganze kann aber einige Wochen dauern. Also einige Wochen. Und damit ist nicht ein, zwei, drei Wochen gemeint, sondern ein bisschen länger. Genau. Und ja, der hat gemeint, das ist halt Schwachsinn. Der hat mir jetzt eine Nummer gegeben von Apple Care, dass ich da direkt anrufen soll und denen den Fall schildern soll, dass ich das Handy halt eben auch beruflich einfach brauche und dass es nicht möglich ist, das in irgendeinem Shop abzugeben und dann irgendwie 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, weiß der Geier wie lange, zu warten, bis man dann irgendwann mal ein neues bekommt. Das ist halt einfach nicht drin. So, endlich wieder zu Hause. Ich war jetzt im Edeka drin gewesen. Da habe ich eigentlich nur hier unsere Croissants geholt, diese Mini-Croissants, die sind nämlich leer gegangen. Ja, danach haben wir den Lias abgeholt. Ich habe davon zwei Packungen mitgenommen. Die gehen relativ schnell leer. Dann ist auch mein Brot so gut wie leer. Deswegen habe ich den Sonnenblumenbrot einmal mitgenommen. Und eine Gurke. Das war's. Voll interessant, ja. Dann bei H&M habe ich Socken mitgenommen. Und zwar ein Viererpack mit Paw Patrol. Und zwar so hohe. Der Lias hat nämlich sehr viele Füßlinge. Der hat heute auch einen an, das geht gar nicht. Also wir brauchten mal ein paar solche hohe. Er hat schon solche hohe, aber die haben voll oft so Anti-Rutsch und sind richtig, richtig dick, sodass er gar nicht mehr in seine Schuhe reinkommt. Deswegen jetzt mal ein paar normale mit verschiedenen Paw Patrol. Bitteschön. Motiven. Dann habe ich einmal Strumpfhosen mitgenommen. Die wir schon von Paw Patrol hatten,
Die gab es nicht. Und jetzt ist mir heute oder auf dem Rückweg eingefallen, ab Donnerstag gibt es Strumpfhosen in verschiedenen Sachen, also unter anderem auch mit Paw Patrol. Weiß ich nicht, musst du suchen. Und zwar beim Aldi, ich glaube auch im Doppelpack für ein paar Euro und die kosten ja hier 10 Euro. Ich glaube, die lasse ich nochmal beiseite. Wenn ich am Donnerstag beim Aldi welche bekommen sollte, dann gebe ich die zurück. Wenn nicht, dann behalten wir die. Ich habe heute Morgen ja eine Wäsche angemacht, deswegen haben wir ja jetzt erstmal wieder unsere zwei Strumpfhosen. Und dann habe ich endlich mal Handschuhe mitgenommen und zwar in seiner richtigen passenden Größe. Das, was er auch gerade aktuell trägt. 98, 104, weil die anderen, die ich ihm mal so auf gut Glück geholt habe, die sind wirklich viel zu groß. Die kann er echt nächsten Winter anziehen. Und das sind halt jetzt wirklich welche, weil die letzten Tage, also jetzt die letzten Tage hat es nicht mehr geschneit, aber es gab jetzt schon letzte Woche Tage, wo es geschneit hat. Und da hatte er nur seine normalen Handschuhe, die man halt so kennt. Das ist eine Fusselarbeit, Leute. Das dann auf jeden einzelnen Finger drauf zu machen, das ist eine Katastrophe, wirklich. Es geht gar nicht. Davon abgesehen, wenn er damit in den Schnee greift, sind die halt pitschepatsche nass. Deswegen, das hier sind jetzt so richtige Schneehandschuhe. Und da kann er hier mit den Daumen rein, die vier Finger, ohne dass man da rummachen muss. Das ist hier so eine Anti-Rutsch-Beschichtung auch. Richtig schön weich und sehr, sehr, sehr dick gefüttert. Die haben 14,99 gekostet. Schau mal. Handschuhe von Paw Patrol. Ja, der grinste, gell? genau, und ich habe mir einen Pulli nachgekauft. Ich habe doch gestern, war das gestern? Ja. Gestern habe ich ja so einen beigen, oh, meine Batterie ist leer. Ich habe gestern so einen beigen Pulli angehabt mit so einem Stehkragen. Der ist sehr dick und weich und überhaupt. Und den habe ich mir nochmal in Rot geholt. Einfach, weil ich die Farbe mag. Die steht mir so gut. Und ich habe so einen richtig dicken, fetten, roten Pulli eben nicht. Also ich habe rote Pullis, aber die sind entweder dünner oder die sind so sportlich halt mit Hoodie und so weiter. Ich habe die für 24,99. Also finde ich, geht auch vollkommen klar. Der ist echt schön. Blöd nur, dass ich vorhin schwarz-rote Wäsche angemacht habe. Hätte ich das mit dazu nehmen können. Naja, das verreut der Samo. Der ist echt, der ist richtig motiviert. Der kriegt jetzt mal eine neue Pampi und eine Flasche. Und dann werde ich mich mal ranmachen, irgendwie das Foto zu produzieren. Ich bin echt gespannt, was dabei herauskommt. Und ich muss hier echt mal ein bisschen kühlen. Boah, Leute, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das tut hier schon weh. Ich will gar nicht wissen, wie es in diesem Bereich ist. Ich muss auf jeden Fall gleich mal mein Gesicht säubern. Ich bin nämlich voll am Glänzen. Mein Gesicht säubern und dann werde ich hier so eine Wund- und Heilsalbe drauf machen und gucken, was ich irgendwie fotomäßig hinbekomme. Oh Gott. Oh, wisst ihr, was ich heute noch gemacht habe? Und zwar hier an dieser Wand. An dieser Wand, ganz extrem. Und auch an dieser Wand. Ich hätte es euch mal vorher nachher Effekt zeigen müssen. Hier war es, okay, da ist gerade mein Schatten zu sehen, aber hier war es so dreckig. Ich bin überall mit dem Schmutzradierer einfach drüber gegangen und es ist einfach alles weg. Es sieht aus wie neu gestrichen. Richtig, richtig genial. Alleine, klar, die Kinder kommen immer wieder hier an die Wand rein, gerade wenn man sich dann hier fertig macht, anzieht und so weiter. Mit dem Kinderwagen, gerade wenn der Kinderwagen hier stand, da ist immer, hier waren ganz viele Streifen. Hier war es am dreckigsten, wobei die Wand auch. Also es ist alles weggegangen. Dieses Teil ist einfach nur ein Phänomen. Also ich kann das immer noch nicht glauben. Ich glaube, es ist eine der Mitte der besten Erfindungen überhaupt. So, ich mache mir jetzt mal ganz schnell einen Bananenshake. Die sehen kaputt aus, die sind aber überhaupt nicht kaputt. Die sind nur so dunkel, weil sie im Kühlschrank liegen. Ich lasse sie mal ein paar Tage im Kühlschrank liegen. Die sind dann erstens richtig schön kalt und die halten sich länger. Schaut, ich muss euch mal zeigen, weil sonst denkt ihr, die Amanda ist bekloppt. Die sehen wirklich noch gut aus. Klar, da sind so manche Stellen, die schneide ich weg, aber ansonsten. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob man es sehen kann, aber ich habe gerade wieder diese Streifen. Vielleicht seht ihr es jetzt sogar, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal den Shake zu Ende. So, ich habe es geschafft. Mein Bild ist online und mein Mann ist schon eine Weile zu Hause. Ich habe mich jetzt in die Badewanne gelegt, weil ich ja, das einfach gerade brauche. Ich weiß nicht, es war so ein komischer Tag. Deswegen, die Badewanne tut jetzt total gut. Auch meinem Knie, meine Knieschmerzen sind nach wie vor am Start. Deswegen denke ich, dass diese heiße Badewanne mir gut tun wird. Und ich schaue mir jetzt YouTube-Videos an und entspanne einfach mal. Und bei euch melde ich mich morgen wieder, ihr Lieben. Hi,
Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen am Dienstagmorgen. Nein, was heißt morgen? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 10.50 Uhr. Der Samu wird bestimmt bald aufwachen. Der hat sich schon so ein bisschen gemeldet, aber dann war er wieder ruhig. Ich habe gerade oder speichere gerade den zweiten Vlog ab. Ich habe nämlich heute Morgen direkt losgelegt. Als wir nach Hause gekommen sind, habe ich den Samu hingelegt. Und dann habe ich jetzt gerade 2 Vlogs geschnitten. Wobei der eine Vlog eigentlich eher ein Aufgebraucht-Video ist. Also richtig, richtig gut. Meine Augenbrauen, meine Wunde geht so lala. Es tut echt weh. Ich muss immer, manchmal mache ich am Tag irgendwie so oder an den Augenbrauen. Das habe ich gestern ein, zweimal gemacht und bin dann voll durch die Wunde durch. Das hat so weh getan und so gebrannt. Oh mein Gott. Also richtig unnötig. Richtig unnötig. Vor allen Dingen, weil ich an diesem Auge schon eine Narbe habe. Ich weiß nicht, manchmal sieht man das. Hier ist so eine kleine Einbuchtung. Seht ihr das da? Ja, man sieht es auf jeden Fall immer mal wieder. Aus der Kindheit irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Aber naja. Jetzt hat der Postbote gerade geklingelt. Ich habe einmal von Hello Body ein Paket bekommen. Und zwar mit den 4 Boostern, die ich ja verlosen darf. Ich freue mich voll, weil die einfach so, so, so toll sind. Und ich freue mich, dass ich die euch weitergeben kann. Ich finde die klasse. Das Gewinnspiel dafür habe ich ja gestern noch online gestellt. Es war lustig gewesen. Wirklich, ich wusste gar nicht, was ich beim Gesicht machen soll, damit ich irgendwie ein schönes Foto hinbekomme. Deswegen danke an die Bildbearbeitung. Also wirklich, gestern war das nötig. Ich muss ja sagen, ich mache nicht großartig was bei der Bildbearbeitung. Was ich immer mache, ist, die Bilder heller zu stellen, schärfer zu stellen, dass ich mal den Kontrast höher stelle. Das sieht einfach schöner, lebendiger aus bei den Fotos. Und je nachdem, wenn es ganz, ganz nahe Aufnahmen sind, dann glätte ich auf jeden Fall auch die Haut, wenn ich irgendwie nicht extrem geschminkt war und habe irgendwie voll die Poren oder irgendwie einen Pickel oder weiß der Geier was, dann mache ich das auf jeden Fall auch weg, bin ich ganz offen und ehrlich. Aber was ich noch nie gemacht habe, ist irgendwie mein Kinn verkleinern, die Nase verkleinern, die Augen verkleinern oder weiß der Geier was. Ich muss auch sagen, ich bin in sowas gar kein Profi. Ich glaube, bei mir würde man das extrem sehen, wenn ich sowas machen würde, wird es wahrscheinlich absolut strange aussehen. Deswegen lasse ich es lieber direkt von Anfang an. Und es macht ja auch gar keinen Sinn. Wenn ihr mich dann in meinen Vlogs seht oder in meinen Insta-Stories, dann sehe ich komplett anders aus als auf den Fotos. Das ist ja totaler Schwachsinn. Also man sieht schon anders aus, weil es einfach, die Fotos werden ja schon perfekt dargestellt. Aber ich meine jetzt, ich habe nicht irgendwie eine kleine spitze Stupsnase auf meinen Fotos und dann hier meine Knollnase in meinen Vlogs. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, auf jeden Fall sind hier auch nochmal 2 Beauty-Päckchen angekommen. 2 Stück habe ich davon oben schon. Und zwar gibt es jetzt, also bei Hello Body gibt es ja 4 Linien. Unter anderem zum Beispiel die Aloe-Serie. Und die haben jetzt solche kleinen Mini-Päckchen zusammengestellt, wo diese ganzen Produkte, was heißt die ganzen, also die Bestseller, immer die 4, 5 Bestseller, in Miniaturgröße da drin sind, also so perfekt. Wirklich hier zum Beispiel das Waschgel, dann die Aloe Night, meine absolute Lieblingscreme, benutze ich jeden Morgen. Aloe Night, meine Lieblingsnachtcreme, benutze ich jeden Abend. Und dann hier auch noch der Tonic, richtig genial. Oben habe ich noch die Coco-Serie, da ist sogar Coco Clear, meine Lieblingsmaske, mit dabei. Und ich habe hier auch noch die Rose-Linie bekommen, weil das halt wirklich extra für ölige, fettige Haut ist und deswegen genau meins. Deswegen habe ich nochmal gefragt, ob ich diese 2 Serien auch nochmal bekomme. Also richtig, richtig genial. Natürlich für zum Verreisen, aber nicht nur dafür, auch einfach mal, um die Produkte zu testen. Ich habe Glück! So viel Pech, wie ich gestern hatte, so viel Glück habe ich heute. Daran muss ich glauben. Ich habe jetzt bei diesem Applecare-Geschichte angerufen. Ich habe eiskalt, Leute, 25 Minuten in der Warteschleife verbracht. Wie krass ist das bitte? Aber egal, die Frau hat mir sofort weitergeholfen. Die hat sich alles angehört, alles notiert. Und hier bei uns im Main-Taunus-Zentrum, das ist das erste Zentrum bei uns in der Nähe, hat sie mir jetzt bei Apple einen Termin gegeben. Und wenn die vor Ort sagen, dass, also die können dann vor Ort entscheiden, ob sie mir direkt ein neues Handy mitgeben oder ob es repariert werden muss und wenn ja, wie lange. Aber wenn man dort was reparieren lässt, dauert es nicht so lange, wie wenn man bei irgendeinem Kooperationspartner ist, wie ich halt eben gestern war. Da dauert es halt viel, viel länger. Deswegen, ich habe große Hoffnung, dass die mir heute einfach direkt ein neues Handy mitgeben.
Ich habe auch vorhin schon wieder neue Backups gemacht. Es sind jetzt gerade nämlich, vielleicht hat es nicht sollen sein gestern auch, weil ich hatte meine ganzen Dateien, also ich hatte zwar ein Backup gemacht, aber ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, deswegen habe ich, beziehungsweise ich habe kein richtig, also ich habe alles in die Cloud geschoben, sagen wir es mal so. Aber jetzt habe ich meine ganzen Videodateien, die ich bis heute, also bis gestern sozusagen aufgenommen habe, sind alle auf meinem Laptop, also die sind safe. Das ist das Allerwichtigste. Deswegen, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt in 1 Stunde und 5 Minuten einen Termin bekommen. Richtig krass. Sie sagt so, ja, Sie können in 1 Stunde 10 Minuten, wäre der nächste Termin frei, da können Sie hin, ansonsten nächste Woche Montag. Ich so, nein, geben Sie mir den jetzt für heute. Richtig, richtig genial. Der Samo ist jetzt auch gerade so am Aufwachen, habe ich über die Kamera gesehen. Den werde ich jetzt holen. Ich bin hier gerade am Kochen. Macaroni and Cheese gibt es heute bei mir. Die werde ich jetzt mal schnell essen. Und dann, also wir sind ja angezogen, wollen wir nochmal neu kämmen. Und dann werden wir losfahren. Genau, also richtig gut, weil der Samu ist jetzt frisch ausgeschlafen. Und dann habe ich gegessen. Und ja, wir haben auch noch locker eine halbe Stunde Zeit, bevor wir los müssen. Weil man fährt so, ich würde sagen, 20 Minuten dahin. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause, beziehungsweise wir sind wieder zu Hause. Ja, wir sind wieder zu Hause, Entschuldigung. Oh, jetzt muss ich mich mal... Oh, meinem Knie geht es übrigens schon viel, viel besser. Besser als die letzten 2, 3 Tage auf jeden Fall, aber es ist immer noch so, dass ich mich nicht unbedingt hinknien kann. Also wenn ich mich auf mein Knie wirklich hinknie. Katastrophe, oder wenn ich in die Hocke komme, gehe und dann aufstehen möchte, dann tut es schon noch sehr weh. Aber ja, meine Mutter hat mir auch solche Bandagen gegeben. Mit denen ist auf jeden Fall alles angenehmer. Samu ist gut gelaunt. Nicht? Der meckert die ganze Zeit. Beziehungsweise, wenn er normal redet, dann ist er richtig laut. Ja, dich meine ich. Ja, dem muss ich alles Mögliche gerade im Center geben. Naja, wir waren auf jeden Fall gerade im Center gewesen. Bin direkt zu Apple auch reingekommen. Ich habe, glaube ich, 2 Minuten draußen gewartet. Es war gut gewesen, weil es ist zwar jetzt nicht so kalt, also so übertrieben kalt, aber ja, also es ist, macht schon was aus, ob man einfach so da rumsteht. Irgendwie keine Ahnung, wie lange. Deswegen, ich bin froh, dass ich das am Donnerstag nicht machen muss in der Stadt dann. Wenn du nicht kommst, wenn man dich ruft, wir mussten ja gehen, ich hatte ja den Termin und die Dame wollte draußen bleiben, jetzt war sie 2 Stunden draußen. Die Luft hat ja auch gut getan, oder? Ja. Auf jeden Fall, bei Apple haben die alles kontrolliert und die wollten erst mir hinten die Kameras austauschen, sie haben die Ersatzteile noch nicht mehr da. Und dann haben sie nochmal geguckt und haben gemeint, nee, wir tauschen das Gerät komplett aus. Weil sie sich nicht sicher sind, hat es was mit der Software zu tun, hat es was mit den Kameras an sich zu tun. Die wissen es nicht alles ganz genau, deswegen... Und die hatten die Teile auch gar nicht da gehabt, davon abgesehen. Weil die Reparatur hätten die vor Ort gemacht. Er hat gemeint, es dauert 1, 2 Stunden, je nachdem, wie viel halt eben zu tun ist. Die hatten die Ersatzteile aber auch gar nicht da gehabt. Gilli, gilli, gilli. genau. Dann setz dich mal zu mir. Guck mal, bitteschön. Auf jeden Fall haben sie gesagt, ich kriege ein komplett neues Gerät, aber sie haben die iPhones gerade nicht da. Oder vielleicht haben sie manche da gehabt, aber meins halt eben nicht. Das wird jetzt aber direkt zu denen geschickt und das kann ich dann dort abholen innerhalb von 3 bis 7 Werktagen. Das können sie halt nicht sagen, wie lange es dauert. Ich kriege dann, sobald es da ist, eine Nachricht oder mehrere Benachrichtigungen. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Mami kriegt neues Handy, gell? Genau, dann bin ich kurz zu H&M rein und habe tatsächlich die Strumpfhosen von gestern zurückgegeben. Ja, weil ich mir gedacht habe, so, oh nee. Ich werde die am Donnerstag holen vom Aldi, die ja jetzt dann im Angebot sind, die von Paw Patrol. Und wenn ich die nicht bekomme, dann werde ich die gleichen, die wir jetzt schon haben, nochmal holen. Weil die ich gestern geholt hatte, das waren so normale Strumpfhosen ohne irgendwelche Motive, so total langweilig. Und die waren auch nicht so dick wie die, die wir schon hatten. Das ist mir aber zu Hause erst aufgefallen. Ey, ey, ey. Bitte schön. Genau, deswegen habe ich die mal schnell zurückgegeben. Und dann war ich bei Sephora. Ich habe ja, ich habe euch gar nicht nämlich erzählt, was ich alles zum Geburtstag bekommen habe. Aber tatsächlich
eigentlich überwiegend nur Gutscheine, so wie ich es mir auch gewünscht hatte. Ja, sehr gut. Ich muss mal gucken, was ich noch für Gutscheine habe. Ich habe nämlich von diesem Center, wo ich jetzt gerade war, Gutscheine. Dann habe ich von Sephora Gutscheine, DM ganz, ganz viel. Genau, und bei Sephora habe ich gerade, als ich an die Kasse gegangen bin, hat meine Schwester angerufen. Und ja, irgendwie hat die Verkäuferin voll den Mist gebaut, beziehungsweise auch mein Fail. Ich habe ihr nämlich einen Gutschein in die Hand gedrückt, so ein 20% Nachlass auf alles. Das habe ich nämlich beim letzten Einkauf bekommen und da hieß es 20% off, im Prinzip auf alles. Also da war nicht großartig irgendwas draufgeschrieben. Also erst einmal sehe ich diese 20% nicht hier drauf. Und was ich auch vergessen habe, das vergesse ich total oft an den Kassen. Und die letzten Male wurde ich aber im Store immer gefragt nach meiner E-Mail-Adresse, also nach meinem Kundenaccount, weil da werden ja diese ganzen Produkte, die ich immer kaufe, werden dann da aufgelistet. Und irgendwann, wenn man dann bestimmten Einkaufswert erreicht hat, dann kriegt man wieder einen neuen Goodie und so weiter und so fort. Und es hat sich voll rentiert, weil ich hatte jetzt hier 74 Euro ausgegeben. Also das wäre schon gut gewesen. Voll blöd. Naja, egal, ist jetzt so, mein Fail, ich sollte aufhören, an Kassen zu telefonieren, weil da vergesse ich irgendwie die Hälfte. Ich habe hier so ein Goodie mit reingelegt bekommen, das ist das, was ich jetzt schon total oft zu Hause bekomme, also schon zu Hause habe. Ich weiß nicht, die legen das gefühlt seit Wochen, seit Monaten irgendwie rein. Dann habe ich mir zwei Sachen geholt, die ich schon ganz, ganz, ganz lange haben wollte. Geht mal kurz. Und zwar von Dior. Addict Lip Glow Backstage Pros 001. Bitteschön. Ich wollte es ja nur mal vorgelesen haben. So sieht das gute Stück aus. Das zieht man hier raus. Und es ist im Prinzip nichts anderes als eigentlich eine Lip Butter. Also ein Lippenbalsam. Wie gesagt, in der 001 Pink. Es gibt auch noch viel krassere mit Sparkle und was weiß ich was. Also es gibt ein bisschen Farbe ab, aber ganz, ganz wenig. Also gerade die 01 ist eigentlich so natürlich, dass man es einfach wie so einen Lippenbalsam auftragen kann. Ich wollte ihn schon ganz lange haben und schon ganz, ganz lange testen, weil den ja so viele in den Himmel hypen, dass der so toll ist. Und überhaupt, gerade wenn man dann wirklich mit Make-up arbeiten möchte und, und. Aber dieses Ding kostet einfach mal eiskalt 36 Euro. Verrückt. Werde ich testen und berichten. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Fühlt sich sehr reichhaltig an, auf jeden Fall. So wie eine Lip Butter schon fast. Aber trotzdem stolzer Preis. Verrückt. Und endlich, ich glaube, ich habe es schon eine Million Mal gesagt, von Becca, der Highlighter Opal. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich das euch wahrscheinlich schon gesagt habe. Ich habe ja diese kleinen gehabt. Und zwar zweimal. Und zweimal ist der kleine mir kaputt gegangen. Also zweimal, als die mir irgendwie blöd hingefallen sind, sind die kaputt gegangen. Das habe ich ganz, ganz, ganz selten in meinen ganzen Make-up-Sachen, dass irgendwas kaputt ist. Weil mir eigentlich nie was runterfällt. Und bei denen, ich weiß auch gar nicht, ob die mir runtergefallen sind oder ob ich die irgendwie blöd hingestellt habe, aber die sind zweimal kaputt gegangen. Bei dem einen habe ich dann so richtig gepresst, gedrückt, gemacht, getan, dass es dann einigermaßen fein ist, aber den habe ich zu fest gepresst. Also wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, das ist mein absoluter Lieblingshighlighter und ich wollte den mir schon ganz oft in groß holen, dass ich den einfach habe, weil dieses Gebrösele von den kleinen geht mir mega auf den Keks. Deswegen endlich in groß. Die Becker-Highlighter sehen alle gleich aus. Hier steht dann halt so Becker drauf. Das ist hier was ganz so Weiches, fühlt sich sehr, sehr nice an. Und das ist halt einfach so, keine Ahnung, was für ein Material. Spiegel ist immer mit dabei. Und das ist der Highlighter. Das ist einer der schönsten Highlighter überhaupt. Also ich habe ja viele Highlighter, aber das ist, wenn ich zu einem Highlight, also ihr kennt es ja selber, wenn ihr viel Schminke zu Hause habt und ihr euch schnell fertig macht und ihr einfach so eure Basics dann nimmt, wo ihr wisst, aha, die, auf die ist Verlass, dann benutze ich zu 99,9% immer Becca Opal Highlighter. Ganz, 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 ganz große Liebe und deswegen musste er einfach her. Der hier kostet 38 Euro.
Ja, ja, ja. Dieser Highlighter, Leute. Boom! Der ist so schön. So ein Champagnerton. Wunderschön. Der ist echt, der ist der Hammer. Also der ist der absolute Hammer. Ich liebe, liebe, liebe diesen Highlighter. Es ist mein absoluter heiliger Gral sozusagen. Mein Liebling. Der ist klasse. Der ist so schön. Guck mal, wie schön. Ja, dir schmeckt die Verpackung, gell? Ja, diese zwei Sachen sind mitgekommen von meinen Geburtstagsgutscheinen, ja.